Moje und Dom. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind ja heute Teil 3 unser. Okay. Also zwei davon sind halt, nee, alle drei sind halt keine unbekannte Lost Place, aber das letzte, das mit eigentlich das interessanteste, ist halt mit das gesicherste. Steht zumindest bei Anton drin. Ja. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ja, und dann sehen wir uns drin, wenn wir ja drinnen sind. Wir hoffen, dass wir reinkommen, aber bis jetzt immer toi, hat aber gut funktioniert irgendwie. Aber wir gehen mal hier weiter. Hier genau. Eicheln runter, haufenweise. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter, weil da oben fliegt irgendwas runter. Die mögen uns hier schon nicht. Gut, dann bis gleich. Tschö. So, wo fangen wir an? Also wir sind auf jeden Fall schon mal drauf. Micha sieht aus wie eine Sau. Weil wir waren gerade in so einem Räumchen. Ich habe das jetzt nicht gefilmt gehabt, aber Micha hat das fotografiert gehabt. Das war so ein Ex-Raum, ja, so ein explosionsgefährdeter Raum. Ja. War das gewesen, im Keller, im Untergeschoss. Also so, was ihr jetzt im Hintergrund seht an Gebäude, das ist... War wohl früher mal so eine Garage für die ganzen Rettungswagen. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Aber wie gesagt, wir geben ja die Hoffnung nicht auf, weil andere vor uns ja schon reingekommen sind. Ja, dann schleichen wir mal hier rum und hoffen, dass wir irgendwo noch einen Weg finden. Wir haben schon ein, zwei Dinge gesehen, aber das ist zu einfach für uns, da rein zu klettern und gut ist. Aber im Notfall, wenn wir nichts anderes finden, ne? Das ist der Eingang unser. Ja. Dann schauen wir mal. Wir hoffen mal, dass es nicht wieder dunkel wird und wir nicht mehr sehen, sondern dass wir das noch im Hellen schaffen. Ja? Also versprechen können wir euch nichts, weil wir kennen uns beide. Also wir sind bestimmt jetzt nicht die schnellsten. Wir lassen uns Zeit. Wir wollen euch jetzt so viel zeigen wie möglich und ja. Oh ja. Gut, dann sage ich mal, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir drin sind. Oder wenn uns der komische Sicherheitsdienst erwischt. Dann lasse ich mal heimlich die Kamera laufen. Bis gleich. Also ich weiß jetzt nicht, ob man uns ordentlich sehen kann, aber ich denke mal schon. Wir sind jetzt auf jeden Fall drin, wir haben einen Weg gefunden. Ja. Ja, wir gucken einfach mal, wie das hier drin abläuft. Gehensmäßig schon mal, das ist ein Krankenhaus. Eigentlich hier ist so ein Röntgenraum. Also genau. Das ist gefunden. Hier. Hier haben wir direkt mal. Moment. Schön, Röntgenraum. Ups, naja, okay. Jetzt sieht man es besser. Die Dinger siehst du schon an der Decke da, so Rauchmelder. Also, wenn ihr euch fragt, um was das geht gerade, um die guten Stücke. Ja, als ich gesagt, Micha müsste das ja am besten wissen, weil der macht ja sowas. Da siehst du, das sind Brandmelder direkt. Auf jeden Fall sind es noch nicht die sogenannten Alarmalarm. Hier liegt ein Computer. Sieht, also die Lampen alles schön ordentlich und noch nicht so viel gesprüht. Ja, das wird das im Randale machen, ja. Das ist dann immer so schön.
Problem für uns dann, nee, das war von hier wahrscheinlich, das ist dann für uns die Allgemeinheit, sage ich jetzt mal so, die Lost Place Videos ordentlich machen, schwer noch auf so eine Lost Place Dinger zu gehen. Wir haben ja wohl gerade irgendwann da machen, aber ist egal. So. Man sieht Sicherungskasten. Ich weiß, ich habe das schon gesehen. Auf jeden Fall, jetzt kommt das, was ich ja richtig persönlich geil finde. Das habe ich bei den Videos von den anderen YouTubern auch schon gesehen. Ich gehe mal nur nach unten und fahre langsam nach oben. Willkommen in OP. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier reinkomme. Ja. Ja. Also wie gesagt, das ist eine OP, definitiv. Mit die 500.000 Anschlüsse. Das war ich jetzt, Entschuldigung. Ja. Also OP, hier sind die ganzen Sauerstoffdinger, Strom für die ganz anderen. Kann man den bewegen? Alter. Also bewegen kannst du das, aber ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Also hier muss der Patient gelegen haben oder hier. Da konntest du nur zugucken, wenn du draußen. Ja, ja. Oder für Lehrlinge oder wo auch immer. Oberärzte. Was haben wir hier? Nee. Ja, irgendwas antwort. Ist egal. Nichts Gravierendes. Ja. Also ich denke mal, dass hier Wachraum oder so war. Das ist okay. Ja, dafür hast du hier Waschmaletier. Ja, ja. Desinfizieren, Handschuhe ziehen. Die du wieder vergessen hast, Micha. Ja, das ist gut gemacht. Absolut geil. Also wir sind jetzt in der ersten Etage. Angekommen mit Cafeteria, Ausgang und so. Achso, Ausgang. Wie ihr hier gerade mal so schön sehen könnt, wir waren nicht die Ersten hier, ne? Also ist klar. Also wir haben bis jetzt noch nichts gesehen, was nach, wie heißt das, die Dinger? Alarm, Bewegungsmelder. Kommen sollen. Noch gar nichts. Das Einzige, was mich halt auch aufgeklärt hat, waren die Rauchmelder. Ja. Jo, ich nehme euch einfach mit auf der Führung. Und ja, mal gucken, was so Schönes passiert. Das erste Mal hinter uns war. OP-Saal, ich wollte gerade meinen, das erste Mal, dass wir ohne großartig zu suchen, die OP-Saal gefunden haben. Das Schönste am ganzen Jahr, wenn so ist. Findest du direkt am Anfang. So, okay. Wir gehen jetzt hier einfach mal irgendwo rein. Und fangen an. Da ist der Eingang, Alter. Doch, Ausgang. Den Eingang will ich noch fotografiert haben, Micha. Wir müssen nachher irgendwie hier hinkommen. Im Hellen. Achso, das wird schwer. So. Lass du dein, was du gerade meintest, deine Cafeteria mit? Genau.
Jetzt können wir mal gucken. Jetzt können wir mal gucken, wo wir hingehen. Hier sind wir Ebene 1. Natürlich. Chefarzt, ja. So, Gefäßchirurgie. Brustwindtherapie. Sozialstation. Arztleiter, zweite Etage, neurologische Klinik, Funktionsdiagnostik, OP, OP? Noch ein OP? Zweite Etage. So. Guck mal, hier vielleicht ein bisschen. Oh, was für uns? Schmerzzentrum. Micha meint er für sich den Speisesaal. Urologisch. Ja. Also, ihr kriegt mit, hier ist eine Menge zu tun. Bis gleich. Alter, das ist doch mal eine Seltenheit, ne? Ich versuche mal, dass meine Taschenlampe ein bisschen. Ja. So eine alten Telefonzellen, Alter. Also, viele, vielleicht die junge Generation. Ich glaube, das Zeichen kennt kein Schwein mehr von euch. Das Foto glatt ist. Das ist auf jeden Fall lustig. Also das ist keine Handy-Generation, ja. Ja, der Nachteil ist natürlich hier bei den alten Telefonzellen, du musstest immer Kleingeld haben oder hier auf den Einzeichen hier. Das hier. Das hier. Wie war das denn mit 12, Telefon, 12 Mark Telefon, oder was das mal war? 5 Mark, 12 Mark und so weiter und so fort. Ja, ja. Das war eine Zeit. Also das ist eine Generation. Also alles, was so Baujahr, keine Ahnung, war. Nach 85 geworden oder 90, ich weiß gar nicht. Die wurden so Ende der 90er irgendwie abgeschafft. Ja, ich glaube, wo die Handys an Markt kamen. Das war die Zeit. Hallo. Das ist ein Entrauchungsschacht. Der geht von unten nach oben, da wird oben nach hoch abgelassen. Mach ja jetzt cool. Hey, ist jetzt nur mal cool, das ist ein dicker Magnet. Der hat ganz schön Power. Ja? Da hat er mit der Klappe festgehalten. Bei Auslösung ist das Ding aufgeklappt. Brandschutzklappe oder Rauchklappe. Keine Werbung. Der macht Werbung für seine eigene Firma gerade. Ach du mein. Ja. Jetzt verstehe ich das auch auf eine Art, weil die gesagt haben, strengst bewachteste. Ne? Also Leute, das ist jetzt hier kein Fake oder so, wir sind hier immer noch in dem Krankenhaus. Ich schwenke hier mal, das ist Micha. Und hier hinten ist ja der große Eingang. Viele sagen jetzt, hey, das kennen wir. Und das ist hier, jetzt verstehe ich das auch, warum hier streng bewachteste Hausplatz ist. Gut erhalten auf jeden Fall. Nur okay, die Matratze würde ich mich jetzt nicht mehr legen. Ach du Scheiße. Na, also ich denke mal, dass das hier ein Chefarzt jetzt war. Ja, ne, guck mal, ich hab's vorhin gelesen, noch ein Chefarzt. Ja, steht auch draußen dran, Micha. Ich hab einen Termin. Ich hätte jetzt vielleicht mal die Tür aufhören will. Ja, ich denke mal, dass das hier die behandelten Zimmer waren. Das ist noch Geld und so, ja.